Vielen Dank für die Intro, dann brauche ich uns gar nicht mehr vorzustellen. Ich glaube, ein Drittel der Leute im Raum kennt Jugendhakt mindestens, weil sie persönlich dabei waren. Es sind hier lauter Mentoren und andere Unterstützer, Jurymitglieder anwesend. Für alle anderen, vielleicht auch im Stream, Jugendhakt ist ein Förderprogramm für junge, programmierbegeisterte Menschen, die in der Schule unterfordert sind, möglicherweise überhaupt gar keine schulische oder Freizeitmöglichkeit haben, ihrer Neigung zu programmieren nachgehen können. Und dafür gibt es uns seit 2013. Wir haben dieses Jahr erstmalig 4 Regionalevents gemacht und ein Hauptevent in Berlin. Und wir wollen jetzt kurz vorstellen, was die Jugendlichen eigentlich alle so für cooles Zeug gebaut haben. Genau, eines der Projekte, was in Jugendhakt Ost entstanden ist in Dresden, war Treefy. Das ist eine Idee von 3 Mädchen. Die Frage ist, wie kriege ich eigentlich besseres Internet, wenn meine Flat mal wieder ausgelaufen ist oder ich sonst irgendwie mich in deutschen Städten bewege, wo das Internet schlecht ist. Und die Idee ist, dass man mit Hilfe einer Schaukel oder eines Fahrrades Energie erzeugt, um einerseits Strom zu produzieren, die den Router anwirft, und auf der anderen Seite Energie produziert, die über eine Pumpe einen Baum bewässert. Und als Belohnungssystem dafür, dass ich einen Baum bewässert habe, kriege ich freies WLAN. Also zusammengefasst, Schaukeln für WLAN, fanden wir eine ziemlich großartige Idee. Und das haben wir auch deswegen als prototypisches Projekt sozusagen rausgezogen, um euch das vorzustellen, weil, weibliche Nerds waren ebenfalls anwesend und sind unter anderem genau die Zielgruppe, für die wir eigentlich Jugendhakt machen wollen. Genau. Genau, Projekt 2, also die Tradition hierher zu kommen wird nicht leichter, weil wir hatten an die 100 Projekte dieses Jahr in 5 verschiedenen Events mit, ich glaube, 300 Jugendlichen, und das ist einfach nur eine Auswahl. Uns sind erstmal alle Projekte gleich viel wert, und wir haben jetzt aber ein paar Dinge rausgesucht, die uns besonders gut gefallen haben. Neuland-Euphonie ist auch sehr tolles Projekt, auch in Jugendhakt Ost entstanden. Die Idee ist, wie kann man künstlerisch mit dem Thema Internetzensur umgehen. Das war gerade mal wieder zu einer Zeit, als Erdogan, ich weiß gar nicht, man kann sich immer nicht merken, was er gerade zur Zeit sperrt. Ich glaube, es war YouTube. Und die Kids reagieren natürlich ganz stark auf solche Themen, wehren sich dagegen. Ihr Versuch, sich dagegen zu wehren, war in dem Fall Neuland-Euphonie. Das ist eine Installation. Je nachdem, an welchem Port im Rechner ich meinen Computer einstecke, werden meine Seiten manipuliert oder nicht. Das heißt, links sieht man es ein bisschen, Schlaf Deutschland, Schlaf. Und Deutschland wird dann ersetzt durch Land der unbegrenzten Ideen. Also alle bösen Wörter werden durch gute ersetzt. Erdogan sperrt Internet, wird zu Erdogan liebt Internet. Und einfach pauschal, alle Bilder werden durch Katzenbilder ausgetauscht. Sie hatten dann noch ein bisschen Zeit und haben noch eine Version gebaut, die Einhörner statt Katzenbilder bringt. Kann man sich dann selber aussuchen. Der komplette Code ist auf GitHub, wie sich's gehört. Und die Installation funktioniert auch als solche. Und das Schöne ist eben, dass sie tatsächlich auch darüber nachgedacht haben, wie kann denn das Ganze in Einsatz kommen. Also da haben wir schon Hackers und Profis, die eben nicht nur quasi versuchen, irgendwas zu schaffen, sondern sich ziemlich punktgenau aussuchen, was sie in der Zeit schaffen können und was dann eben auch über den Hackathon hinaus wirken kann. Genau, das nächste war ein Projekt, das in Berlin entstanden ist, namens Querschläger. Und was dort gebaut wurde, erklären euch die Teilnehmer am besten kurz selber. Hallo, wir haben das Projekt Ricochet, zu Deutsch den Querschläger, behandelt. Ricochet gibt es an sich vom Namen her schon und das Projekt im engsten Sinne auch, nur war es nicht so richtig direkt anwendbar für uns. Also Ricochet funktioniert so, dass man möglichst verschlüsselt und möglichst unnachweisbar Nachrichten verschicken kann. Und das Ganze über einen Tor-Hidden-Service. Der Name Hidden-Service verrät schon, es ist mehr oder weniger gut versteckt. Und wir haben jetzt eine Implementation mit Haskell gebaut, die auf dem Ricochet-Prinzip aufbaut. Wie genau das technisch funktioniert, erklärt euch der Sternenseemann. Ja, unser Problem war mit der originalen Ricochet-Implementierung, dass es eben die Idee war, man muss Krypto so einfach machen, zu bedienen machen, wie es
wie möglich. Das ist durchaus lobenswert, der Ansatz. Das Problem ist bloß, sie haben sich entschieden, eine monolithische Implementation zu machen, in der die Implementation des Protokolls und der Kryptographie im Prinzip im weitesten Sinne in derselben Implementation drin steckt wie das Benutzerinterface in Qt. Und zum einen wollen nicht alle Qt benutzen, zum anderen will man vielleicht auch noch mehr machen und eine monolithische Codebase ist vielleicht auch in manchen Sachen nicht so schön maintainbar und so weiter oder nicht irgendwie unangenehm zu benutzen. Und darum haben wir uns gedacht, wir schreiben eine Library, damit können wir ein paar Sachen machen. Wir können eben mehrere Frontends schreiben, je nachdem wie uns das gefällt. Wir können theoretisch auch Bots schreiben, die das benutzen, deutlich angenehmer. Und wir wollten auch unsere Library so designen, dass wir eben das Protokoll leichter erweitern können, unsere Sachen wie Gruppenchats noch implementieren, die es jetzt noch nicht gibt. Und wir sind so weit, dass wir eben die Low-Level-Sachen des Protokolls verwenden können. Und das wollen wir nur noch kurz demoen und das durch die Demo führt der Chakmar. Guten Tag. So. Okay, aus Zeitgründen spare ich euch die die Vorführung. Das könnt ihr alles online nachgucken auf unserer Webseite jugendhack.de/projekte. Da sind die ganzen Videopräsentationen eingebunden. Ihr könnt euch auch dort den Code auf GitHub angucken. Und weil das irgendwie ein ziemlich abgefahrenes Ding ist, überlasse ich auch hier wiederum das Wort dem Jens Ulich, der auch hier ist und der in der Jury war und das ganz wunderschön begründet hat, warum dieses Projekt einen Preis bekommen hat. So, für die Juroren ist ja Jens Ulich da und er hat ein gestrenges Auge, natürlich mit einer Jury, aber federführend geworfen, auf den Code und zeichnet jetzt den besten Code aus. So streng war das nicht, weil man muss sich einfach vor Augen führen, dass innerhalb von wenigen Stunden die meisten Projekte hier entstanden sind. Das ist unheimlich beeindruckend. Das ist zum Teil Code entstanden, der ja, einfach professionellen Ansprüchen genügt, mit sauberem, objektorientierten Design, mit Testcases und sowas. Also etwas, wo man dann halt als Erwachsener sofort eingestellt werden würde. Vielleicht ein kleiner Wermutstropfen noch. Wir hätten uns gewünscht, wenn wirklich alle Projekte auf GitHub verfügbar wären und wir wirklich bei allen den Code nachgucken hätten können. Traut euch einfach, teilt euren Code, er wird dadurch besser, wenn mehr Leute drauf gucken können und auch wenn ihr denkt, das ist doch gar nichts, was ich gemacht habe. Nein, für irgendjemanden ist es vielleicht der erste Schritt, um was besser zu machen. Und es gab wirklich ganz, ganz tolle Sachen, also wirklich sehr professionell, so wie man es aus der Arbeitswelt kennt und so weiter. Es gab ein Projekt, das ist komplett rausgefallen, wo man sich dann gefragt hat, was ist da für ein Raumschiff mit Alien-Technologie abgestürzt und hat Teenager-Hirne verwirrt, dass sie anfangen, plötzlich eine Library zu schreiben, wo erstmal eine Monade aufgemacht wird, wo Datentypen definiert werden und wo dann in Haskell ein obskures Internetprotokoll reverse-engineert wird. Das war das Projekt Querschläger. Das genau. Auch für diese Raumschiffe voller Aliens gibt es Jugendhackt, damit genau diese Jungen und Mädchen bei uns einen Raum finden, in dem sie eben nicht seltsam oder zu nerdig sind, sondern genau da die normalen Gleichgesinnten finden, mit denen man sowas umsetzen kann. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten, aber wir sprechen von 12- bis 18-Jährigen. Also so, das ist schon ganz spannend, mit welchem Wissen die zum Teil schon ankommen. Das auch immer wieder für viele Mentoren überraschend, wenn dann Jugendlichen ihnen eine Library erklären oder solche Dinge. Das führt immer wieder zu sehr spannenden Situationen bei Hackern, die schon sehr lange unterwegs sind. Die wachsen halt mit dem Internet auf. Germany Says Welcome ist ein Projekt, das in Jugendhackt West entstanden ist. Wir setzen für die verschiedenen Events immer wieder unterschiedliche Themen. Jetzt zum Beispiel in Berlin, das große Event hatten wir zum Thema Refugees Welcome und Antirassismus. Für uns war es aber ganz schön zu sehen, dass schon lang vor wir überhaupt das Thema setzen, trotzdem schon Projekte entstehen, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen. Also wir sehen einfach, das, was in der Gesellschaft passiert, beschäftigt die Jugendlichen und sie entwickeln dann Lösungen dazu und denken sich aus, wie können sie als Hacker auf bestimmte Probleme reagieren.
Germany Says Welcome versucht eine Art Meta-Plattform. Die haben klein gestartet auf Jugendhakt West, haben das in Jugendhakt Berlin weiterentwickelt, sind inzwischen nochmal auf mehrere Hackathons gezogen. Und es war zum Beispiel spannend zu sehen, wie sie beim Refugee Hackathon dann nochmal als Team gearbeitet haben, da tatsächlich nochmal 20 weitere Menschen begeistert haben. Oder ich glaube, am Ende waren sie ein Team von 20 Leuten, die dann sie unterstützt haben, an ihrem Projekt weiterzuarbeiten. Und am Ende waren sie die Einzigen, die den Punkt gemacht haben, auf der Bühne nochmal zu sagen, ey, wir müssen an Open Data arbeiten, wir müssen unsere Plattformen müssen miteinander kommunizieren. Die Datensilos, die da gerade aufgebaut werden, die machen so keinen Sinn. Geflüchtete wollen nicht am Ende 20 Apps installieren, sondern die wollen halt, dass Dinge funktionieren. So. Das kam von den Jugendlichen. Also es war ziemlich beeindruckend, welche Themen sie einfach auf dem Schirm haben. Und gerade als Open Knowledge Foundation haben wir natürlich immer auch das Open Data Thema mitlaufen, und das ist bei vielen Jugendlichen auch schon präsent und da. Inzwischen hat das eine Anschlussfinanzierung gefunden und wird im Land NRW jetzt erstmal als Prototyp an verschiedenen Erstaufnahmeeinrichtungen eingesetzt. So. Was für uns total spannend ist und neu, weil erstmal haben wir ein Angebot für ein Wochenende, das heißt, die Jugendlichen kommen da Freitag bis Sonntag. Wenn sie Lust haben, daran weiterzuarbeiten, dann unterstützen wir das so gut, wie wir es können. Teilweise bleiben die Mentoren mit ihnen in Kontakt. Aber erstmal ist das Angebot für ein Wochenende, und jetzt geht es aber los, dass Projekte so herausragend sind, dass sie eben von den Jugendlichen selbst weiterverfolgt werden und dann eben auch von ganz neuen Unterstützern supportet werden. So. Und das ist auch ein gutes Beispiel, weil es eben irgendwie nicht kleine süße Projekte von irgendwie kleinen Jugendlichen sind, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, ne, wo man dieses Ding hat, was auch häufig in den Medien kolportiert wird, oh, da sind süße Kinder, die sitzen irgendwie vorm Rechner. Das ist halt auf dieser Ebene real, und für die Jugendlichen ist aber auch die Gefahr einer, sag ich mal, einer politischen Involvierung irgendwie sehr real. Nach dem Anschlag auf die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Reka, damals noch Kandidatin, haben die Jugendlichen sich selber aus dem Impressum genommen ihres eigenen Projektes und haben einen der Organisierer von Jugendhakt West halt da reingesetzt und haben halt auch den GitHub-Code auf privat gesetzt. Also das ist alles andere als, wir machen das im luftleeren Raum, und das ist irgendwie außerhalb der Wände von Jugendhakt dann auch nicht mehr relevant. Genau, ein weiteres Projekt, ein bisschen andere Richtung, war Music Sync. Das war eine Idee, die nicht entstanden wäre, hätten diese Jugendlichen auf ihre erwachsenen Mentoren gehört. Sie wollten, sie hatten irgendwie dieses, sag ich mal, die Problemstellung, man ist mit Jugendlichen, also man ist gemeinsam in einer Gruppe unterwegs und man hört halt irgendwie Musik übers Handy und das scheppert dann und das klingt irgendwie oll. Und es wäre doch cool, wenn man die Musik gleichzeitig von allen anwesenden Smartphones abspielen könnte. Und sie haben das Problem gelöst, indem sie nicht über WLAN, nicht über Bluetooth, weil das halt sozusagen mit zu viel Latenz wäre, sondern haben einen hochfrequentierten Ton von einem Mastergerät abgesendet, nicht hörbar für uns, aber hörbar für die anderen Geräte, und die haben dann sozusagen gleichzeitig auf diesen Ton reagiert und gleichzeitig Musik abgespielt. Und ich glaube, das war die Anekdote, ne, dass die Mentoren gesagt haben, nee, das klappt nicht, lass das mal und so, und es hat halt geklappt. Privacy Patch. Wir hatten einige Themen, also einige Projekte zum Thema Überwachung. Das war sehr spannend. Wir versuchen immer so abzudecken, was gerade so, also die Jugendlichen entwickeln ihre Ideen selbst und wir geben ihnen so ein bisschen Rahmen, damit die sich zusammenfinden nach Themen. Also wir haben solche Themen wie Bildung, Gesundheit, alles Mögliche, und eben eins davon ist auch Überwachung. Und wir versuchen dann immer ungefähr abzuschätzen, wie viele Jugendliche zu welchem Thema gehen. Am Tag von Jugendhakt Berlin war die Vorratsdatenspeicherung Entscheidung, und damit, also wahrscheinlich nicht nur deswegen, aber auch haben sich sehr viele Jugendliche dafür entschieden, zum Thema Überwachung zu arbeiten. Wir haben das mitbekommen, als Linus und Starbuck angerannt kamen und meinten so, wow, wir sind 4 Mentoren auf 50 Jugendliche. Und wir mussten dann aus dem ganzen Haus Mentoren zusammensuchen, um die Jugendlichen zu begleiten. Und es waren halt mal quasi von 140 Jugendlichen, haben sich 50 halt zu dem Thema entschieden, wo man dann auch nochmal merkt, woran sie gerade denken, was sie beschäftigt, was einfach gerade auch als Thema zu bearbeiten ist. Privacy Patch war eine super spannende Lösung dafür. Die lasse ich am besten von den Jugendlichen selbst erklären. Wir entwickeln als Projekt eine Handyhülle, welche durch digitale Funktionen
versuchen soll, die Kamera abzudecken, sodass Apps, die rein theoretisch die Berechtigung hätten, uns nicht ausspionieren können. Wie zum Beispiel bei Angry Birds. Da gab es ja diese Affäre. Hackern fällt es entsprechend leichter, uns vor Überwachung zu schützen, sei es nun durch Tracking-Blocker und so weiter. Aber eben fehlt den meisten Menschen im Alltag diese Möglichkeit oder das Wissen. Und wir müssen dann Lösungen entwickeln, welche dazu führen, dass sich auch Normalnutzer vor Überwachung schützen können. Wir gucken uns immer wieder an, was sind denn so die Jugendlichen, die wir gerne hätten und erreichen wir die? Also wie messen wir Erfolg von Jugendhack? Wir haben viel Aufmerksamkeit, das ist alles fein. Wir haben wahnsinnig viel Unterstützung, das ist auch ganz grandios. Aber am Ende entscheiden die Jugendlichen oder wir entscheiden, ob wir die richtigen Jugendlichen erreicht haben, was für uns erfolgreich ist. Und wenn man dann Jugendliche bekommt, die eben mit so einer Grundhaltung an das Thema rangehen, würden wir sagen, da sind wir auf einem ganz guten Weg so und versuchen eben weiterhin auf der Linie zu bleiben, dass wir eben genau solchen Jugendlichen eine Heimat geben, weil die gibt es so nach unserem Wissen einfach nicht. Also an keiner Stelle in der Gesellschaft werden genau die Fähigkeiten gefördert. Also die sitzen halt zu Hause und bekommen gesagt, geh doch lieber mal ein Buch lesen oder geh doch mal raus und solche Dinge. Das ist alles viel mehr wert als das, was sie können. Und das ist eben schön, dass es da eine Plattform gibt, wo sie sich untereinander vernetzen können. Und natürlich versuchen wir genau diesen Spirit, den manche Jugendliche schon mitbringen, ein Stück weit weiterzugeben. Also dieses mit Code die Welt verbessern, ist eben immer dieser Anspruch, den wir auch versuchen, in alle Projekte reinzubringen. Und das eben dann stark zu sehen, dass die Jugendlichen tatsächlich genau darauf auch stark anspringen. Hier war auch nochmal schön zu sehen, wie sich so die Herangehensweise geändert hat die letzten Jahre. Wir haben für die Maker Fair mal ein bisschen rausgezählt, wie haben sich die Projekte mit Hardwarebezug verändert. Im ersten Jahr hatten wir noch 7% der Projekte, die sich irgendwie mit Hardware beschäftigt haben. Inzwischen sind 70% aller Projekte, die da entstehen, haben irgendwie einen Hardwarebezug, nutzen Arduino, nutzen Sensoren oder gehen eben mit 3D-Drucker um. Das ist jetzt auch im Fab Lab entstanden, also sieht man hier nochmal diese Produktionsstraße letztlich, die aufgebaut haben. Auch diese Idee, wie man Fab Labs, wie man Strukturen mit einbindet. Was da am Ende rauskam, war eben nicht nur die eine Handyhülle, sondern die kompletten 3D-Daten sind frei. Man kann sich die also komplett runterladen nach verschiedenen Handytypen, kann sich das Ding selber bauen. Oder wenn man darauf keine Lust hat oder keinen Zugang hat zu einem 3D-Drucker, kann man über einen Service das ganze Ding bestellen und kann sich es eben zuschicken lassen. Also das ist schon auch ganz spannend, wie das dann so als kompletter Service mitgedacht wird, aber als Grundlage halt immer erstmal open ist. So. Das ist keine Voraussetzung, die wir machen, aber wir finden es natürlich schön, wenn es so ist. Und die meisten Jugendlichen denken das immer schon ganz automatisch mit. Wir entwickeln als Projekt. Genau. Ihr dürft klatschen. Müsst es aber nicht. Genau. Was passiert nächstes Jahr? Wir möchten gerne wieder diese Anzahl von Events fortführen, also Regionalevents, Jugendtag Nord, Süd, Ost, West mit einer großen Abschlussveranstaltung in Berlin, wo die Regionalteilnehmer kommen können, aber auch alle darüber hinaus. Also es ist keine Voraussetzung, dass man irgendwo regional war. Wir haben das nur eingeführt und zum Glück lokal Partner gefunden, die das umsetzen können. Weil die Jugendlichen, das war einfach auch ein Feedback, also Jugendtag ist immer viel zu kurz, viel zu selten und für viele ist es halt auch einfach ein extrem kurzes Wochenende dadurch, dass sie dann aus Baden-Württemberg, Bayern und sonstigen entlegenen Ecken bis nach Berlin fahren müssen und noch zurück und zwischendurch nochmal eben schnell irgendwas coden sollen und diesen Austausch unter Gleichgesinnten haben wollen, der für sie alle natürlich noch viel öfter, länger und beständiger sein sollte. Genau, also die Regionalevents ist ein Baustein. Ein weiterer Baustein ist, dass wir trotz aller Förderung dieser schon sich autodidaktisch selbst geholfen habenden Kinderzimmerprogrammierer auch Anfänger besser betreuen möchten. Also das ist eben einfach etwas, was wir auch auf den Veranstaltungen immer merken, dass halt Leute mit extrem viel Bock kommen, aber noch nicht so richtig die Tools an der Hand haben und das für die Mentoren auch ziemlich krass ist, das von Scratch so zu begleiten. Und das ist auch ein Ziel, dass wir also Jugendhackt um eine Komponente erweitern, die es auch Anfängerinnen und Anfängern ermöglicht, mittelfristig eine Heimat quasi bei Jugendhackt zu finden und nicht dieses haben, so, oh, da muss ich voll krass sein, bis ich da mitmachen kann.
Willst du noch was sagen, mehr sagen? Genau, was wir auch noch machen ist, nachdem wir quasi einfach nicht alles abdecken können und auch nicht wollen, ist nochmal unser Konzept veröffentlichen, das schreiben wir jetzt dann und werden es auch nochmal unter freier Lizenz veröffentlichen. Das heißt, jeder, der möchte, kann eigene Jugend-Hackathons veranstalten und wir hoffen, dass sich das auf jeden Fall nochmal verbreitet als Format. Gern natürlich auch mit dem Grundgedanken, Code und Ethik miteinander zu verbinden, aber das ist natürlich kein Muss. Ein Thema ist jetzt Internationalisierung, also einfach noch zu gucken, was passiert in den anderen, mindestens europäischen Ländern in der Richtung, um da nochmal mehr Anschlüsse zu finden und auch die Community, die wir jetzt bundesweit erstmal ausbauen, nochmal zu erweitern und den Kids auch nochmal Anschlüsse in verschiedenste Richtungen zu geben, denn so funktioniert das ganze Spiel nun mal. Genau. Genau, und weil wir eben noch die große Unterstützung angesprochen haben, also wir haben tatsächlich super viel Women und Manpower, die uns helfen, also die ganzen Mentoren, Jury und weiß ich nicht, wer an Orga- und Helferteam alles noch dabei ist, aber eine Sache raubt uns tatsächlich ziemlich viel unserer Arbeitszeit, das ist jedes Jahr aufs Neue, die Gelder dafür zusammenzubekommen, um diesen Jugendlichen eben die kostenlose Teilnahme an Jugendhack zu ermöglichen, also das eben auch niedrigschwellig zu machen und da nicht eine soziale Hürde einzubauen, dass man nicht kommen kann, wenn man nicht aus irgendwie einem wohlhabenden Elternhaus kommt. Das alles kostet Geld und wenn ihr in solventen Firmen arbeitet oder so, dann schickt die doch mal zu uns. Wir freuen uns sehr über Unterstützung in der finanziellen Hinsicht. Noch was? Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank euch und allen, die an dem Projekt mitwirken natürlich und euch aber, dass ihr es hier präsentiert habt und uns einen Einblick gegeben habt, wobei ja, glaube ich, tatsächlich auch einige dabei sind, die es kennen und live miterleben durften. Gibt's denn Rückfragen, Kommentare oder sonst was? Ansonsten habe ich nämlich schon mal direkt eine kurze Frage. Du hast es gerade eben zum Schluss schon mal so ein bisschen angesprochen. Wie ist denn eigentlich so die Rückkommaquote, also derjenigen, die regelmäßig teilnehmen oder die wiederkommen und wie viele sind so neu dabei im Jahrgang? Also wir hatten so 2/3, die tatsächlich wiederkamen. Das heißt, die waren vielleicht schon mal auf dem Regionalevent oder waren in 2013 oder 2014 dabei. Die ist relativ hoch. Wir sind immer so am Hadern und wir wollen natürlich auch neue Jugendliche bekommen. Im Moment haben wir immer diesen Wachstum hingelegt, um eigentlich fast alle Jugendlichen bedienen zu können. Die bewerben sich so ein bisschen bei uns. Also wir wollen der Motivation erfahren und alle Jugendlichen, die zu uns passt haben, das waren fast alle, konnten bisher auch bedient werden. Müssen wir gucken, wie das weitergeht. Oh.